Mahlzeit und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Finchi zeigt euch was. Heute zeige ich euch ein Spiel, auf das ich jetzt ungefähr 12 Jahre gewartet habe, wie viele andere Leute auch. Ihr habt schon einen Titel gesehen und am Hintergrundbild auf meinem Desktop seht ihr auch, es handelt sich heute um Diablo 3. Ja, zuerst habe ich überlegt, sollst du überhaupt ein Video zu dem Spiel machen? Lässt es sein, es gibt so viele Videos dazu. Das Spiel wurde leider schon vollkommen zerrissen von den ganzen Fans und Nicht-Fans und Magazinen und was weiß ich. Viele finden es, es ist zu einfach geworden, es ist nicht mehr so toll wie damals Diablo 2. Es hat sich zu viel verändert, für die anderen hat sich zu wenig verändert. Irgendwie konnte Blizzard es mit Diablo 3 niemandem wirklich recht machen. Zumindest war das jetzt mein Empfinden. Ich finde das sehr schade, denn ich habe Diablo 3 nun schon ein bisschen länger gespielt. Die meisten Spiele, die ich euch zeige, die habe ich nur kurz angespielt und kann da selber noch nicht so viel zu sagen. Hier ist es ein bisschen anders, das werdet ihr auch gleich sehen. Ich habe mich mit dem Spiel schon ein bisschen auseinandergesetzt. Ich selber bin momentan in Akt 3, ich glaube mittendrin irgendwo. Ja, das seht ihr aber gleich alles im Video. Was kann ich euch im Vorfeld zu Diablo 3 sagen? Eigentlich gar nicht viel. Ich denke mal, jeder kennt Diablo. Ich habe damals angefangen mit Diablo 1, kurz bevor Diablo 2 rauskam. War es ein Fehler? Ich glaube nicht. Ich bin dann sofort umgestiegen auf Teil 2. Das habe ich damals gesuchtet, wie bescheuert. Zuerst im Singleplayer, dann habe ich mal kurz so einen Trainer ausprobiert und habe mir da einen Trainer, wie nennt man das, eigentlich so ein Cheat-Programm, wo man sich halt Charaktere so hochpushen konnte, wie man wollte. Das war aber dann natürlich sofort langweilig, ich wollte mal sehen, wie das ist. Hab dann online angefangen zu spielen, hab mir da sämtliche Charaktere hochgezogen, hab gehandelt und was weiß ich nicht alles. Da fing das Ganze bei mir schon irgendwie an. Später kam ich ja auch auf WoW durch Diablo 2, aber das ist ein anderes Thema. Ich möchte jetzt mal in dem Video, was ich jetzt gleich euch einspielen werde, das habe ich gestern schon erstellt, also wundert euch nicht, wenn ich da ein bisschen anders aussehe oder andere Sachen anhabe. Wie gesagt, den meisten Leuten fehlt das Skillsystem. Es gibt keine klassischen Talentbäume mehr in Diablo 3, es gibt kein Attributeverteilen mehr in Diablo 3, es wurde alles sehr vereinfacht, das stimmt schon. Aber ob das nun tatsächlich so ist und ob das auch nicht nur tatsächlich so ist, sondern ob es auch so schlecht ist, wie die meisten sagen, da versuche ich jetzt gleich mal ein bisschen mit aufzuräumen, weil das finde ich etwas ungerecht für dieses Spiel. Ich hatte das Gefühl, die meisten wollten irgendwie nur ein Diablo 2 mit toller Grafik haben. So kam es mir irgendwie vor. Wenn ich die ganzen Amazon-Rezensionen lese, dann wird mir irgendwie schlecht. Schade. Ich würde mal sagen, ich laber gar nicht mehr viel weiter. Wir sehen uns jetzt gleich im Spiel. Bis gleich. So, und damit herzlich willkommen im Spiel. Ihr seht heute mal ohne Greenscreen, denn ich nehme zum ersten Mal mit Wraps auf und sitze vor dem PC und deswegen mein Greenscreen hängt irgendwo da hinten. Ich habe keinen Bock, das alles umzubauen. Müsst ihr jetzt mit leben. Finde ich aber auch nicht so tragisch. So, ich zeige euch heute mal, wie schon erwähnt, Diablo 3. Wir fangen erstmal kurz an mit einem neuen Charakter. Ich möchte euch dann nochmal kurz die Einführung zeigen. Ich nehme mal den Mönch, den habe ich selber noch nicht gespielt. Man kann hier wählen zwischen männlich und weiblich. Wir nehmen mal den männlichen Mönch. Den nennen wir ganz einfallsreich. Was steht hier so neben mir? Meine Kamera ist von Everio. Wir nennen ihn Everio. Helden erstellen. So, Spiel starten. Wir gucken uns jetzt erstmal schön das Intro an. Die
Götter sind in allem. Und überall erkenne ich Zeichen von Veränderung. Der Wind trägt eine unnatürliche Kälte mit sich. Und mein Volk beginnt unruhig zu werden. Nun kommt Feuer von den Sternen und versenkt die Gewölbe der Himmel. Ich muss den Willen der Patriarchen ausführen. Wenn sie sehen wollen, sehen sie durch mich. Wenn sie zuschlagen wollen, bin ich ihre Faust. Wenn sie das Licht der Wahrheit entzünden wollen, bin ich ihre Fackel. Sie haben mich an den Ort geschickt, an dem die himmlische Flamme niedergegangen ist. Mein Geist ist klar. Ich werde Tristram von den wandelnden Toten befreien, die nach dem Feuer kamen. So, wir befinden uns schon ganz am Anfang des Spiels, wie schon erwähnt. Und ihr habt es gesehen im Video, es geht darum, irgendwo ist ein Stern vom Himmel herabgestürzt. Und diesen Stern wollen wir jetzt finden. Ich kann Angst und Tod riechen. Der gefallene Stern ist nahe. So, da kommen schon die ersten Gegner. Wir haben, genau wie damals, einmal links und einmal rechtsklick. Mit dem Linksklick benutzen wir momentan die Donnerfäuste und mit rechts machen wir einfach nur einen ganz normalen Schlag. Das kommt später noch was Neues dazu. Wir prügeln uns mal durch bis zum Dorf. Ich hoffe, das Geklicke hört man nicht so arg. Ansonsten müsst ihr damit leben. Neu Tristram, yay! Der gefallene Stern hat das Gleichgewicht dieses Landes gestört. Ich suche nach ihm. Er ist in die Kathedrale eingeschlagen. Es gab nur eine Überlebende, Lea. Ihr solltet mit ihr sprechen. Hauptmann Runford, da sind noch mehr! Gott. Wir können die Tore nicht öffnen, bis wir sie zurückgedrängt haben. Es kommen immer mehr! Lachen, öffnet das Tor. Ich habe noch nie jemanden so kämpfen sehen. Ihr findet Lea im Gasthaus zum geschlachteten Kalb. Zum tänzelnden Pony. Ach nee, das war woanders. Verbrennt diese Leichen, bevor sie wieder auferstehen. Die Kirche von Takarum ist in Ungnade gefallen. Halt die Fresse. Wir gehen mal direkt durch zum Gasthaus und reden direkt mal mit der. Da ist sie schon. Seid ihr Lea? Rumford sagte, ihr habt den fallenden Stern überlebt. Das habe ich. Doch er riss meinen Onkel Deckard Cain in die Tiefen der alten Kathedrale. Ich versuchte ihn zu finden, doch die Toten erhoben sich bereits. Ich kam zurück, um die Miliz zu alarmieren, doch... Passt auf, die Verwundeten! Sie verwandeln sich! Ich bin weiser geworden. Ich bin weiser geworden. Für die Wirtschaft ist das der Tod. Okay, ja, ihr seht, freigeschaltet, aktive Fertigkeit, fegender Tritt. Wir gucken uns das jetzt erstmal kurz an. Erstmal neue Fertigkeitenplatz verfügbar. Ich muss da vorwegnehmen, ihr seht hier links, herzlichen Glückwunsch, ihr habt Stufe 2 erreicht. Ihr gewinnt ein Stärke, bla bla bla, 3 Geschicklichkeit und so weiter und so fort. Damals bei Diablo 2 konnte man im Charakterbildschirm, wenn man ein Level Up hatte, die ganzen Attribute selber verteilen. Stärke, Geschicklichkeit, Vitalität und so weiter. Das gibt es hier nicht mehr. Viele Leute haben sich darüber aufgeregt, dass es so einfach geworden wäre und man da ja gar keinen Einfluss mehr drauf hätte und so. Ich persönlich finde das Blödsinn, denn ob ich jetzt diese 5 Punkte selber so verteile oder ob die sinnvoll verteilt werden vom System. Gut, macht für mich keinen Unterschied. Eigentlich. Also mich stört das nicht. Wen das stört, gut, ist dem seine Meinung. Ich find's Blödsinn. Neue Fertigkeit, Platz verfügbar. Zack. Und hier sehen wir auch jetzt schon unser Talent- oder Fertigkeiten-Menü.
Es gibt keine Talentbäume mehr, wie damals in Diablo 2. Also wir können nicht mehr unter drei einzelnen Bäumen auswählen, wo wir dann die Skills setzen müssen und so. Es gibt hier, das Ganze wurde halt, wie schon gesagt, sehr vereinfacht. Wir haben immer primär, das ist unsere linke Maustaste, da haben wir momentan die Donnerfäuste drin. Da kommen später auch noch andere Sachen zu, möchte ich aber jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Wir gucken mal sekundär, da hatten wir eben noch einfach nur den normalen Angriff mit der Waffe oder mit unseren Fäusten. Da können wir uns jetzt was auswählen, und zwar fegender Tritt. Führt einen tödlichen Halbkreistritt aus, der effektiv gegen kleine Gegnergruppen ist. Alles besser als ein normaler Tritt, nehmen wir den einfach mal. Annehmen, zack. Jo. Ihr seht, hier unten kommen später noch mehr Sachen zu, dafür müssen wir Level 4, 9, 14, 19 und so weiter erreicht haben. Das werden wir wohl nicht mehr sehen, denn ich möchte euch nicht nur vom Anfang des Spiels was zeigen, sondern später mal zu meinem Hauptcharakter wechseln, denn den ersten Akt, den kennt man ja nun schon zuhauf, andere Videos und Reviews und keine Ahnung, durch die Beta, da konnte man das spielen. Ich möchte euch ein bisschen zeigen, wie das später im Spiel so abgeht. Keine Story vorwegnehmen, nur ein bisschen was rummetzeln, aber das gucken wir dann gleich. So, wir reden nochmal eben mit unserer Lea. Die Toten werden uns überwältigen, wenn niemand etwas unternimmt. Ich werde sie zurück in ihre Gräber schicken. Eure Stadt wird wieder sicher sein. Hab Dank. Ihr solltet mit Hauptmann Rumford am Tor sprechen. Er kann euch sagen, was zu tun ist. Wunderbar. Gehen wir direkt mal dahin und hören, was der gute Mann zu sagen hat. Wir sehen hier jetzt auch schon einen Wegpunkt. Den kennt man auch aus Diablo 2. Ich habe Marco versprochen, ihn zu beschützen. Und jetzt ist er tot. Ja, ja, ja. 16 Minuten sind ausgereicht. Mal kurz hier oben zum Händler. Hab das letzte Mal, als ich unter der Erde war, ein paar interessante Sachen gefunden. Du solltest sie dir mal ansehen. So, ihr seht, ich habe hier rechts 1989 Gold. Das ist nicht nur von diesem Charakter, das ist bei allen Charakteren übergreifend. Finde ich persönlich scheiße. Also, was heißt scheiße? Eigentlich ist es ja ganz sinnvoll, denn man kann jetzt mit dem Charakter auch schon schön einkaufen gehen. Wobei es ja Blödsinn ist. Wieso hat dieser Charakter, den ich gerade erstellt habe, schon Geld von dem anderen? Kann man so machen, muss man aber nicht. Gut. Denn ihr habt eine Beutetruhe, da können wir mal reingucken. Ihr seht, ich habe den Charakter eben erst erstellt. Und in dieser Beutetruhe finden wir jetzt hier schon ein paar Sachen. Die habe ich da mit meinem Hauptcharakter mal reingelegt. Könnte ich jetzt schon nehmen, bringt mir nichts, weil ich es noch nicht anziehen kann. Aber sie sind schon mal da. Gut. Wir laufen mal nach vorne und reden mit unserem Rumford. Ich werde euch dabei helfen, die lebenden Toten zu bekämpfen. Ich bewundere euren Mut. Aber Hauptmann Dalton und die Miliz wurden von diesen Dingern abgeschlachtet. Nur ich habe überlebt. Das wird nicht mein Schicksal sein. Nun, ich habe euch kämpfen sehen. Erledigt die scheußlichen Mütter und ihre Königin. Sie sind diejenigen, die diese Abscheulichkeiten hervorwirken. Sie greifen die Barrikaden an! So, nun können wir auch mal nicht nur unsere Schläge einsetzen, sondern mal treten. Ihr seht, das geht schon gut ab. Ich komme ein bisschen vor wie Chuck Norris. Roundhouse Kick. Zack. Doch, das ist eine von diesen scheußlichen Müttern. In den Ruinen die Straße hinunter gibt es noch mehr von ihnen. Ihr seht, hier unten rechts blinkt jetzt auf neues Wissen. Immer wenn man eine neue Gegnerart entdeckt hat, kann man draufklicken und Deckard Cain oder sonst irgendjemand erzählt uns etwas über diese Gegner. Ich, Deckard Cain, war viele Jahre lang auf Reisen und habe über die seltsamen Kreaturen dieser Welt geschrieben. Doch der Anblick der scheußlichen Mütter verfolgt mich bis heute. Sie sind das, was von Königin Azylas abgeschlachteten Kammerzofen übrig geblieben ist, nachdem sie von niederträchtiger Magie entstellt wurden. Jetzt laben sie sich an Leichen und wirken sie wieder als lebende Tote hervor. Aha, sehr interessant. Wir haben das Nächste. Ich werde nie vergessen, wie ich diese Scheusale zum ersten Mal aus den vernebelten Wäldern schlupfen sah. Unsere geliebten Verwandten und Freunde, vor langer Zeit beerdigt, erhoben sich aus ihren Gräbern und fingen an, die Lebenden anzugreifen. Die auferstandenen Toten waren jedoch nur der Anfang. Genau. Ihr seht unten unsere Leiste hier, 1, 2, 3, 4. Und dann
hier die zwei Maustasten und Q, 1, 2, 3, 4, das war damals, konnte man da die Heiltränke mit aktivieren. Was jetzt hier auf Q passiert. Man hat die auch jetzt alle schön auf einem Fleck, man hat nicht mehr alles voll hier unten. Das Ganze basiert auch nicht mehr auf den Gürteln, also man braucht nicht mehr den Gürtel, um möglichst viele Heiltränke mitnehmen zu können. Man kann einfach so viele mitnehmen, glaube ich, wie man möchte. Zwischendurch findet man immer wieder diese Heilkugeln, ihr habt es gerade vielleicht ganz kurz gesehen. Wenn ihr die einsammelt, steigt euer Leben auch wieder an. Die Tasten 1, 2, 3, 4 sind hier noch gesperrt. Die kommen später dazu, wenn man da weitere Fertigkeiten freischaltet und man kann die dann dazu ordnen, wie man das gerne hätte. Verehrter Leser, mein Name ist Abd al-Hazir, Abenteurer, Gelehrter und Forscher. Ich teile mein Wissen über diese unglaubliche Welt und deren Kreaturen mit Hilfe meiner aufschlussreichen Schriften. Das oftmals angesichts größter Gefahr für mich selbst. Vor kurzem war ich in Kanduras und mein Zelt wurde von boshaften Stachelscheusalen durchwühlt. Ich war in der Lage, sie mit meinem Schuh in die Flucht zu schlagen. Doch einem Mann geringerer Kühnheit wäre es weit schlechter ergangen. Wollen wir das mal glauben. Das Gold brauchen wir übrigens nicht mehr einsammeln, da laufen wir einfach drüber und das wird automatisch mitgenommen. Was gibt's noch zu erwähnen? Wir machen einfach mal weiter, bis wir das nächste Level erreicht haben, denn dann kann ich euch mal die erste Fertigkeit dann da zeigen, wie das funktioniert. Sollte ja nicht mehr allzu lange dauern. Wir kennen ja. Nach 20 Jahren kehre ich nach Kanduras zurück. Die Würde meiner endlosen Fehlschläge und Tragödien lastet schwer auf meinen Schultern. Ist dies die Strafe dafür, dem Fremden bei der Jagd auf den dunklen Wanderer geholfen zu haben? Ich habe Deckard Cain immer für ein bisschen wahnsinnig gehalten. Aber vielleicht hatte er recht. Vielleicht kann er den Schatten bannen, der über mir schwebt. Ja, das war Varif, den kennen wir ja noch aus Teil 2. Der hat uns da immer von Ort zu Ort begleitet mit seiner Karawane. Wir hatten aber gerade das besagte Level up. Wir gucken jetzt mal erstmal ins Inventar. Gucken wir mal rein. Ihr seht im Inventar, ist das genau wie damals auch. Schulter, Körper, Schuhe und so weiter und Waffen. Rechte Hand, also Schlaghand und Nebenhand. Hier links sehen wir die Attribute. Wir haben nicht mehr unseren Charakterbildschirm wie damals, wo wir auf C gedrückt haben und das wurde uns extra angezeigt. Braucht man ja auch nicht mehr, denn man verteilt sich sowieso nicht mehr selber. Man sieht das jetzt hier. Wenn man mit der Maus darüber geht, zeigt er uns immer an, was dieses Attribut überhaupt macht und für wen das eigentlich geeignet ist. Wenn man auf Details klickt, kann man hier, geht noch ein Fenster auf, dann sieht man sehr schön die ganzen anderen Sachen wie die Offensivstärke, durch Geschicklichkeit erhöhter Schaden, bla bla bla, Defensivfertigkeiten, Leben und so weiter und so fort. Dann haben wir hier natürlich mittlerweile ein paar Sachen gefunden. Wir können uns jetzt entscheiden, ob wir zwei Waffen nehmen oder eine Waffe und ein Schild. Ich nehme da mal die Waffe und ein Schild und die Schuhe ziehen wir mal an. So. Gut. Gehen wir mal weiter. Nein, halt, stopp, tun wir nicht, denn das wollte ich euch gar nicht zeigen. Das ist nur nebensächlich, das findet man selber heraus. Was jetzt wichtig ist, Fertigkeiten. Wir hatten ein Level Up gerade und nun sehen wir hier oben nicht nur den fegenden Tritt, den wir eben schon ausgesucht haben, sondern primär gibt es jetzt auch noch was anderes. Nämlich die tödliche Reichweite. Vorher die Donnerfäuste. Ihr greift ein Ziel mit einer Abfolge schneller Schläge an, die Gegner zurückstoßen kann. Und die tödliche Reichweite fügt mit jedem Angriff mehreren Gegnern einer Reihe Schaden zu. Am Anfang kommen noch nicht so viele Bossgegner und mehr kleinere Mobgruppen. Deswegen würde ich sagen, ist das sinnvoller. Nehmen wir mal das. So. Zudem sei jetzt noch gesagt, ihr seht hier unten links, unser Leben. Sollte dieser Wert auf 0 sinken, sterbt ihr. Ach was. Dann haben wir hier links, mal ein bisschen das Interface erklären. Links seht ihr den Chat.
Da könnt ihr halt mit anderen Leuten chatten. Momentan sind bei mir keine Freunde online. Ja, öffentliche Chats kann man da gucken, was es da alles gibt. Ihr seht das hier, allgemeine Chat, Barbaren-Chat, Hardcore-Chat, den Handels-Chat. Da ich aber meistens dieses Gespamme von denen da, damit das auf den Sack geht, mache ich das meistens aus. Manchmal ist es ganz interessant, was sie so schreiben, aber jetzt gerade im Moment wird das noch stören. So, dann haben wir hier unten, wie gesagt, unsere Fertigkeits-Buttons. Und da, wo jetzt dachte, das nächste Schloss hier unten ist, da kommt später noch das Stadtportal dazu, da brauchen wir keine Rollen mehr, das hat man automatisch. Hier sehen wir, wie auch damals, Quests und das Tagebuch. Da können wir immer nachlesen, was passiert ist und die Tagebücher, die wir gefunden haben. Das Spielmenü, kann man auch Escape drücken. Ihr seht, da hat sich nicht so viel getan in den letzten, wie lange ist das jetzt her? 12 Jahre? Ich glaube ja. Einzige, was jetzt anders ist, früher hatten alle Charaktere, glaube ich, Mana. Also Leben und Mana. Mittlerweile gibt es immer Leben und eine spezielle zweite Suppe, die man hier unten angezeigt bekommt. Beim Barbar ist das die Wut, bei der Magierin ist das, glaube ich, wieder Mana, wie damals auch. Beim Mönch ist das noch, beim Dämonenjäger ist das nochmal zweigeteilt, da gibt es verschiedene Sachen und bei dem Mönch ist das die Geisteskraft. Und die Geisteskraft füllt sich auf mit, jetzt folgt meine Mauspfeil, mit der tödlichen Reichweite, erzeugt 6 Geisteskraft pro erfolgreichem Angriff. Diese Geisteskraft brauchen wir für unsere sekundäre Fertigkeit. Kosten 30 Geisteskraft. Führt einen, also den fegenden Tritt. Ja, das Ganze kann man dann immer schön kombinieren, immer schön mit links klicken, um normal die tödliche Reichweite zu benutzen. Und dann, wenn man genug Geisteskraft hat, kann man dann sozusagen diese Finisher oder Special Moves einsetzen, wie man auch immer das nennen soll. Wir laufen mal weiter, gucken uns mal an, was unsere neue Fertigkeit tödliche Reichweite so bringt. Ja. Ihr seht, für größere Mobgruppen ist das gar nicht mal so verkehrt. Die Ruinen von Altristra. Diablos Schatten schwebt noch immer über diesem Ort. Da ist die scheußliche Königin. Die ist noch relativ einfach, die Bosse am Anfang. Das ist fast wie ein normaler Gegner. Oh, Griswoods abgenutzte Schneide, das ist ja interessant. Ach stimmt, das war ja der Schmied aus, aus Tristram, genau, klar. So, nun haben wir die scheußlichen Mütter und ihre scheußliche Königin getötet. Die Quests sind beendet und wir haben hier rechts neue Quests. Benutzt den Wegpunkt der alten Ruinen. Alles klar, machen wir das. Zack, Quest abgeschlossen. Sprecht mit Hauptram Rumford in Neutristram. Für die ganz Blöden gibt es nun hier links, wählt euren Zielort im Wegpunktmenü, sage ich mal. Seht ihr immer hier links, dieser freigeschaltete Wegpunkt ist eurem Questziel am nächsten. Man braucht also wirklich gar nicht mehr groß lesen oder überlegen, man sieht sofort, wo man hin muss. Gut, hätten wir auch weglassen können, wie ich finde, aber ist jetzt nicht so tragisch. Wir haben aber eben eine Waffe gefunden. Und zwar war das eine magische Waffe. Früher, ihr kennt das wahrscheinlich noch, brauchte man immer Rollen der Identifikation und Rollen des Stadtportals. Die Rollen des Stadtportals fallen schon mal weg. Man kann später, bekommt man hier unten diesen Button, wie gesagt, dazu, wo man das machen kann. So oft, wie man will. Und die magischen Gegenstände, die sind auch gar nicht mehr nicht identifiziert. Man hat die sofort, kann man sehen, was die für Wert haben. Das Schwert ist natürlich um Längen besser als unseres, deswegen tauschen wir das direkt mal aus. Wir könnten auch noch so machen, oder? Haben wir 2 Schwerter, oder? Ja, 4 Rüstungen ist eh Blödsinn, oder? Ja, genau, machen wir es mal so. Ja, wir reden mal mit Hauptmann Rumford. Danke für eure Hilfe. Aber könntet ihr vielleicht ein Wörtchen mit Lea sprechen? Sie will die Idee, ihren Onkel zu retten, einfach nicht aufgeben. Und das sollte sie auch nicht. Ich werde ihr helfen, ihn zu finden. Bam, gespeichert. Man erhält mittlerweile auch für die Quests Erfahrungspunkte. Ich glaube, das war bei Diablo 2 damals noch nicht so. Da gab es ja wirklich nur Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern. Und für Quests glaube ich gar nicht, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, bevor wir mit der sprechen,
Hier steht ein Handwerker. Und zwar ist das ein Schmied. Ihr seht, hier links ist schon jede Menge passiert. Da steht schon Stufe 3. Das Ganze ist nämlich ebenfalls charakterübergreifend. Ich habe mit meinem Barbaren, mit meinem Hauptcharakter, schon so ein bisschen was hier gemacht mit dem. Man kann hier Gegenstände wiederverwerten. Sprich, man nimmt sich magische Gegenstände, tut die hier oben rein und dann werden die Gegenstände zerstört und man bekommt Materialien dafür. Feine Essenz heißt das, irgendwelche Zähne gibt es da und so weiter. Die braucht man dann wiederum für Rüstungen zu schmieden. Ich habe jetzt hier momentan gar keine, weil es halt nicht der Barbar ist. Habe ich hier gar keine Materialien. Aber zum Beispiel die Fellhose des Lehrlings, dafür bräuchten wir 6-mal feine Essenz. Wer World of Warcraft gespielt hat, wird das Ganze kennen. Der wird sowieso das ganze Interface kennen, denn das ist original, wie ich finde, World of Warcraft abgekupfert. Ist nicht so tragisch. Blizzard hat sich da, hat das ja ganz gut perfektioniert, wie ich finde. Also ich fand WoW-Interface immer sehr geil. Ja, man kann ja Waffen spielen, Rüstungen schmieden, die Gegenstände wiederverwerten. Man kann aber auch den Schmied mittendrin ausbilden. Wenn man halt mal wieder Gold zu viel hat, ihr seht hier, das ist mittlerweile recht teuer. 6000 Gold, ich habe nur 2743. Dadurch bekommt ihr immer neuere Rezepte, die ihr dann da herstellen könnt. Ihr findet später auch noch Rezepte für richtig gute Sachen herstellen zu können. Ja, ist auch eine coole Neuerung, wie ich finde. Ob man es später braucht, wird sich noch zeigen, ob die Gegenstände wirklich so viel besser sind oder ob die schlechter sind als die, die man findet. Ich vermute, die sind schlechter als die, man finden kann. Ja, das Ganze gibt es auch später noch mit einem Juwelenschleifer. Ihr kennt das noch vom Horadrim-Würfel. Man tut 3 ledierte Topasser zum Beispiel rein und bekommt einen fehlerhaften. Man tut 3 fehlerhafte rein und bekommt einen normalen und so weiter und so fort. So gibt es das hier auch. Nur nicht über diesen Würfel, sondern mit diesem über den Juwelenschleifer. Der sich eher nicht dann ausbilden lässt wie unser Schmied. Nun gut, reden wir noch mal mit Lea. Kommt, lasst uns auf die Suche nach eurem Onkel gehen. Zuerst müssen wir in die Kathedrale gelangen. Die Wachen hatten ihre Tore verschlossen, bevor sie aus dem Hinterhalt angegriffen wurden. Rumford hat mir erzählt, dass sie sich bis zu Adrias Hütte durchgekämpft hatten. Der Schlüssel muss noch immer dort sein. Gut. Wir müssen zu den alten Ruinen. Da haben wir es wieder. Die alten Ruinen. Hier, lasst mich das Tor öffnen. Dankeschön. Adria war meine Mutter, doch ich weiß nicht viel über sie. Sie starb, als ich noch klein war. Und Onkel Deckard hat mich großgezogen. Was ist mit eurem Vater geschehen? Ich habe gehört, er war ein großer Krieger, der starb, als Tristram den Dämonen in die Hände fiel. So, wir gehen noch eben hier unten. Schaut, ein verborgener Keller. Folgt mir. So, wir gehen noch in den Keller, machen dann noch ein bisschen was Gemetzel, reden mit unserer Mutter oder was auch immer da passiert jetzt. Die Leute sagten, sie sei eine Hexe gewesen, aber ich habe ihnen nie geglaubt. Und dann switchen wir mal auf meinen Barbaren. Hauptmann Dalton? So. Hier ist der Schlüssel. Und das Tagebuch meiner Mutter. Das, was ich bisher gesehen habe, erschreckt mich etwas. Ich will mehr über sie erfahren, aber das kann noch warten. Zuerst müssen wir Onkel Deckard retten. Ich finde euren Onkel. Ihr bleibt hier und findet heraus, was ihr könnt. Vielen Dank. Aiden ist letzte Nacht zu mir gekommen. Ich ahnte, was sich in seinem aufgewühlten Herzen verbarg. Ich tröstete ihn so gut ich konnte. Dennoch, wohin auch immer er aufgebrochen ist, die Hölle wird ihn verfolgen. Der Schatten droht, Tristram erneut einzuhüllen. Aber wie Aiden werde ich verschwunden sein, bevor es soweit ist. So, das soll dann erstmal für den Einstieg her reichen. Ich switche jetzt mal zu meinem Barbaren und zeige euch da noch ein bisschen was. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich da erzählen möchte. Ich hoffe, ich kann mir das jetzt alles behalten und vergesse nicht die Hälfte schon wieder. So,
Helden wechseln. Ihr seht, ich habe hier schon, meine Frau hat auch mal kurz ein bisschen gespielt. Das ist mein Hauptcharakter mit einem sehr sexy rosa Helm. Also genau, das zeige ich euch auch noch ganz kurz. Ihr könnt hier schön, hier unten seht ihr das Kontaktmenü. Das haben die sehr cool gemacht, denn ich habe hier ein paar Leute drin, die, da stehen aber nicht die richtigen Namen bei, deswegen mache ich das wieder weg. Was wollte ich jetzt sagen? Wobei, ich kann es euch ja mal zeigen, ich kann die ausblenden. Ja, ihr seht, da sind ein paar Leute, die damals, mit denen ich damals im WoW gespielt habe. Das Schöne ist jetzt auch hier dran, ihr könnt sehen, wenn die online sind, selbst wenn die WoW spielen, ihr könnt sogar sehen, was die da machen gerade. Und ihr könnt auch mit denen dann chatten, selbst wenn die WoW spielen. Da finde ich den Online-Zwang wieder ganz cool eigentlich. Ich meine, gut, wenn man jetzt alleine spielt und hat dann niemanden in dieser Liste, der WoW spielt, dann ist das natürlich überflüssig. Aber so ist das eigentlich eine ganz coole Sache, wie ich finde. Man kann sich jetzt hier auch die Charaktere von den anderen angucken. Wir gucken mal eben bei meinem Arbeitskollegen rein. Und zwar mit der rechten Maustaste, Helden ansehen. Oh, der sieht aber schon verdammt fett aus, Olli. Was hast du denn da gemacht? Geil. Hammerhart. Honk. Der heißt Honk. Wir können jetzt auch hier auf Profil ansehen gehen. Und da können wir jetzt hin, schließen wir eben das hier. Da können wir alles Mögliche eingucken. Er spielt zum Beispiel, einsehen, eingucken. Er spielt zum Beispiel in Albtraum momentan. Dann sieht man hier, wie weit er in Schwierigkeitsgrad Albtraum ist. Er ist in Akt 3, beziehungsweise hat Akt 3 sogar schon beendet. Hier oben seht ihr die Spielerwerte. Es gibt auch Erfolge im Spiel, die ich aber ein bisschen mühselig finde. Ja, getötete Gegner und so weiter und so fort. Und hier kann man jetzt, das ist auch interessant, kann man gucken, was er für Charaktere hat. Er spielt einen Mönch nebenbei. Man kann die Spielzeit gucken, er hat 55 Stunden schon gespielt mit seinen Barbaren. Ja, coole Sache. Helden kann man sich hier nochmal angucken. Chuck Norris hat er da genommen. Passt ja sogar mit dem Roundhouse Kick. Ja. Wie war das? Inspizieren, genau. Da kann man sehen, was er alles anhat. Also da gibt es schon wirklich verdammt krasse Sachen. Ja. So. Das soll aber erstmal reichen. Hoppala. Ihr seht, bei meinem ich spiele gerade mit dem Barbar 8 Stunden. Ja. Ich bin in Normal und bin dann nicht mal im Boss von Akt 3 gewesen. Macht aber alles nichts. Wir führen mal unser Spiel fort mit dem Barbaren. Moment. Hier vorne gab es, glaube ich, ein Portal, genau. Denn ich möchte euch ja nicht zu viel von der Story vorwegnehmen. Wir gehen einfach mal hier an. Es gibt hunderte Möglichkeiten, von wo die Dämonen uns anfangen. Ja, ihr habt gehört, die Synchronsprecher sind auch eigentlich alle sehr cool. Selbst die Charaktere, die hier rumstehen, die werden teilweise gesprochen von Dr. Cox aus Scrubs oder von Bob Kelso aus Scrubs. Dann der Barbar. Wir können mal gucken, ob wir jemanden ansprechen können. Ein fürchterlicher Gestank dringt von unten herauf. Oh nein! Was, wenn die Dämonen in die Speisekammer eingefallen sind? Dann habt ihr ja endlich etwas gefunden, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Ihr habt's gehört. Wer war denn das jetzt hier, der Bürgermeister? Das hörte sich fast an wie Bob Kelso. Genau. Auf jeden Fall mein Barbar, das ist halt die Stimme von Diego aus Ice Age. Und die ganzen Charaktere haben halt bekannte Synchronsprecher. Das sind jetzt nicht irgendwelche Honks, die da sitzen oder irgendwelche möchtegern Schauspieler oder sowas. Da haben sie sich echt was Cooles ausgedacht. So. Oh, was liegt denn hier alles rum? Ich habe noch gar nicht gekämpft und... Tötet sie alle, reißt die Mauern nieder. Ja, ja, genau. Bevor ich nun weitergehe, ihr seht bei mir hier unten, ich erkläre euch da mal kurz was, ist schon alles voll. Inventar, was habe ich denn da bekommen? Bla, bla, blub. Wunderbar. Ihr seht, ich bin Stufe 22, habe schon ein paar seltene Sachen an, die mehr oder weniger ganz gut sind. Mal sehen, wann ich das nächste austausche. Das nächste, was ich austauschen werde, ist, glaube ich, hier meine Waffe. Zumindest werde ich mal versuchen, mit einer Zweihandwaffe weiterzukommen.
Das ist aber erstmal egal, denn ich möchte euch hier mal ein paar Fertigkeiten zeigen. Denn es sind ja immer viele Leute, oder die meisten haben gesagt, boah, ist das einfach geworden, man kann sich gar nicht mehr verskillen. Gut, okay, man kann sich auch nicht mehr verskillen, denn man kann auch keine Punkte verteilen, man kann sie nur auswählen. Wir gucken mal rein. Ihr seht, bei mir ist schon ein bisschen mehr los als bei dem Mönch von eben. Hier haben wir auch primäre und sekundäre Fertigkeiten. Wir haben noch sogenannte Verteidigungsfertigkeiten, wir haben die Machtfertigkeiten und die taktischen Fertigkeiten und Wut, passive Fertigkeiten, alles Mögliche gibt es hier. Zum Beispiel, man kann das Ganze jetzt, natürlich, man kann hier einfach irgendwas auswählen, ohne groß darauf zu achten, was es da so gibt. Finde ich relativ Schwachsinn, denn ich habe mir mein System hier ein bisschen was alles aufeinander abgestimmt. Wir sehen zum Beispiel Spalten. Wir fangen mal vorne an. Spalten. Schwingt eure Waffe in einem Bogen und greift mehrere Gegner vor euch an. Das ist ähnlich wie bei dem Mönch eben mit dieser Fernattacke da. Jetzt gibt es hier noch, es gibt noch Raserei, geht in einen Wutzustand über, der mit jedem Treffer eure Angriffsgeschwindigkeit erhöht. Wäre ganz sinnvoll für einen einzelnen Boss, macht bei einer Mobgruppe nicht so viel Sinn, wie ich finde. Genau wie der Hieb ist halt ein brutaler Schlag, der einen einzelnen Gegner aus, bei dem eine Chance besteht, ihn zurückzustoßen. Gut, kann man dann gucken, was für den Boss vielleicht besser ist später. Es gibt nun auch die Fertigkeitsrunen. Mit jedem Level oder mit verschiedenen Levelaufstiegen bekommt ihr da neue dazu. Bei Spalten gibt es zum Beispiel entweder keine Rune, dann gibt es Eruption. Durch Spalten getötete Gegner explodieren. Macht dann noch Schaden an den Gegnern, die drumherum stehen. War gar nicht so verkehrt am Anfang, aber ich nehme dir den Sensenschwung, denn ihr erzeugt mit jedem getroffenen Gegner zusätzliche Wut. So, erstmal das. Dann gucken wir weiter. Dann als sekundäre Fertigkeit habe ich den Hammer der Urahnen. Der Hammer der Urahnen, ihr ruft einen mystischen Hammer herbei, der Gegnergruppen zermalmt. Das heißt, der haut einfach volle Suppe auf den Boden vor euch und alles, was da so drumherum steht, bekommt Schaden ab. Jetzt gibt es ja auch wieder verschiedene Sachen. Verwundet Gegner in der Nähe, löst Schockwellen aus und Wirbelwind, den man ja schon kennt. Fand ich das alles nicht so. Wirbelwind-Fan war ich noch nie. Die anderen Sachen fand ich jetzt auch eher für Bosse geeignet. Gut, hier gibt es dann wieder eine Rune. Donnergrollen zum Beispiel, er löst eine Schockwelle aus, die vom Punkt des Aufpralls ausgeht. Ist für große Mobgruppen gar nicht verkehrt, aber ich habe Schlag genommen. Ihr trefft einen kleineren Bereich, verursacht aber zusätzlichen Schaden. Das heißt, alles, was direkt an der Strand steht, bekommt richtig viel Schaden ab. Und warum ich das Ganze gemacht habe, seht ihr jetzt, denn es gibt noch Aufstampfen. Aufstampfen ist sozusagen ja, wie ein Kriegsschrei. Aus Diablo 2 damals. Da gibt es auch noch andere Sprung, die kennt man ja, Sprinten, wenn man halt jetzt schnell vom Boss weg möchte zum Beispiel, ist das ganz sinnvoll, so aber relativ sinnfrei, weil die Gegner, wenn viele Gegner kommen, sind die überall, dann könnt ihr auch nicht groß wegsprinten. Aufstampfen, stampft auf den Boden und betäubt alle Gegner in der Nähe. Erstmal das, ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Nun aber durch die Rune gibt es hier einmal bei der Nutzung von Aufstampfen werden Gegner verlangsamt, gut. Habe ich am Anfang benutzt, als ich nichts anderes hatte. Aber Zerren und Schmettern erweitert den Wirkungsbereich und zieht Gegner näher an euch heran. So, nun kommen wir der Sache schon näher. Das nächste, die Macht. Da gibt es auch Speer der Urahn. Man kann einen Speer werfen und die Gegner ranziehen. Man kann wütender Ansturm, stürmt durch alle Gegner in eurem Weg und stoßt sie zurück. Bla bla, alles irgendwie nicht so toll. Revanche. Jedes Mal, wenn ihr getroffen werdet, besteht eine Chance, dass Revanche verfügbar wird. Führt einen Gegenangriff aus, der euch mit jedem getroffenen Gegner heilt. Ihr seht, wer das ganze System erst schon ein bisschen durchschaut hat, wird merken, dass ich alles ausgelegt habe darauf, möglichst viele Gegner in möglichst kurzer Zeit kaputt zu machen und auch gleichzeitig mein Leben zu regenerieren. Und hier unten, mein ist die Rache. Ihr erhaltet Wut und Leben, wenn ihr Revanche einsetzt. Ich könnte das jetzt so weiterführen, tue ich aber erstmal nicht. Hier unten gibt es noch Waffen, das sind die passiven Fertigkeiten, die habt ihr immer, den Waffenmeister zum Beispiel. Ihr erhaltet einen Bonus, der auf dem Typ der Waffe in eurer Haupthand basiert. Da ich momentan Äxte benutze, habe ich dieses Teil nämlich auch drin, denn durch Streitkolben und Äxte bekomme ich 10% kritische Trefferchance dazu. Genauso wie bei Gnadenlos, kritische Trefferchance um 5% erhöht, kritischer Trefferschaden um 50% erhöht. So, wie wirkt sich das Ganze nun aus? Wenn ich in eine Gegnergruppe reinrennen. Ich zeige euch das gleich, aber ich möchte jetzt vorher noch kurz erzählen, auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen langweilig ist, indem ihr zuhören könnt. Wenn ich in eine Gegnergruppe reinrenne, drücke ich erstmal auf 1. Das ist bei mir Aufstampfen. Ihr erinnert euch, ihr zieht alle Gegner an euch heran. Sobald das passiert ist, wird mit Sicherheit ein Gegner dabei sein, der Revanche auslöst.
dass ich dann auch sofort drücke und erstmal mein Leben wieder auffülle und alle Gegner, die um mich rumstehen, irgendwie auch treffe und da Schaden anrichte. So, und dann habe ich mittlerweile genug Wut, um mit der rechten Maustaste, natürlich klicke ich auch immer wie bescheuert auf Spalten, damit ich die Gegner vor mir treffe, jede Menge, und Wut zu bekomme. Sollte ich dann genug Wut haben, kommt der Hammer der Urahnen zum Einsatz. Ich habe ja vorher alle Gegner an mich rangezogen und habe schon gut Schaden mit Revanche verursacht, sofern das denn geprockt ist. Mit dem Hammer der Urahnen haue ich dann einmal in die Mitte und ringsrum fällt fast alles um, weil der halt mehr Schaden verursacht durch die Rune. Was wiederum aber nur benutzbar ist, wenn ich genug Wut habe. Wut baut sich dann auf durch Revanche und durch mein Schlagen und so weiter und so fort. Sollten dann die Gegner immer noch nicht kaputt sein, ich drücke dann meistens auch nochmal auf Wut, dann habe ich noch höhere kritische Trefferchance und dann kommt noch das Erdbeben zum Einsatz. Wie gesagt, sollten die Gegner immer noch nicht kaputt sein, die dann alle um mich rumstanden, drücke ich nochmal auf 4 und dann Erdbeben kommt und ja, macht den Rest. Ja, wie ihr seht, alles kommt da irgendwie zusammen. Wenn ich jetzt natürlich hier alles wild durcheinander verteile, die ganzen Punkte, bringt mir das nicht viel. Das wäre wahrscheinlich ziemlich sinnfrei, wenn ich mir, ich gehe nochmal rein, wenn ich zum Beispiel oben statt Spalten die Raserei nehme und habe eine erhöhte Angriffsgeschwindigkeit und nehme dann hier rechts aber hier zerfleischen, verwundet Gegner in der Nähe, sodass sie 3 Sekunden lang bluten. Gut, ist der Blutungsschaden einmal drauf, ist er drauf, dann kann ich so schnell angreifen, wie ich will. Das heißt für mich, das System ist doch gar nicht so einfach. Das heißt nicht einfach, eigentlich ist es schon einfach, es ist alles logisch. Allerdings kann man nicht einfach irgendwas machen, man sollte sich ja schon ein bisschen was überlegen, wie ich finde. Jetzt werden wahrscheinlich die meisten von euch anfangen zu flamen, ist doch trotzdem einfach und so. Fresse. Ja, also wie gesagt, mir macht das Ganze so Bock mit diesen ganzen Fertigkeiten und so. Ich brauche das gar nicht mit den Skillbäumen, Talentbäumen und Attributen verteilen und so weiter. Das juckt mich nicht. Das Spiel fetzt ohne Ende. Die Grafik ist sehr schön, wie ihr hier auch seht. Ich finde, das ist teilweise, sieht es aus wie, gerade wenn so die Bäume und sowas in der Landschaft stehen, das sieht teilweise aus wie Aquarell gezeichnet. Also scheiße ich auf Attribute und sonst irgendwas. Solange es Bock macht, ist alles wunderbar. Wir laufen mal hier los und prügeln mal so ein bisschen. Ich hoffe, Fraps macht das mit und ich habe nicht zu starke Einbrüche gleich von den FPS. Ja. Passt auf! Bäh. Ja, passt du doch auf, du. So. Ihr habt gesehen, das ging recht zügig. Mehr Wut! Boah, Scharfrichterschwert, das sieht immer mal fett aus, oder? Ist aber voll scheiße. So. Ihr habt's gesehen. Der Papa, der fetzt ziemlich. Mehr Wut. Mehr Wut. Sterbt. Ich wurde geheilt. Mehr Zeit. Was natürlich auch ganz sinnvoll ist, wenn ich werde stärker. Ich bin 23. Wenn man soll ich jetzt sagen, ich hoffe, das Geklicke nervt mich. Da waren jetzt natürlich gerade Elite-Gegner bei. Ja, das ist ein bisschen länger gedauert. Ich musste sogar einen Heiltranke einwerfen. Aber gut, macht nichts. Es gibt auch auf die Heiltranke mittlerweile eine kleine Abklingzeit. Also man kann nicht ohne Ende die spammen wie damals. Ja, gut. Ich kenne das von WoW. Ah!
Oh, wir kommen nochmal Gegner. Das geht noch nicht. Ihr hört das sogar die ganze Zeit. Das ist mein der Hammer der Urahnen. Ihr seht das immer unten, wenn ihr auf 2 achtet, oder auf 2, hält mich zurück. Dann seht ihr immer, wenn ihr Revanche braucht, um es zu benutzen. Das geht noch nicht. So. Da stehen ihr blöden Schamanen. Jo. Massaker. 34 Monster getötet. Das war doch mal was. Wir laufen mal nach hier oben. Hier ist eine ganz coole Szene. Die zeige ich euch noch eben. Denn hier müssen wir so Fackeln, so Leuchtfeuer, muss man hier am Stich hier machen. Und da steht an jedem Leuchtfeuer ist ein riesen Wurm hier vorne. Der spuckt halt einfach nur da ein paar Gegner aus. Ich dachte, das wäre ein dicker Boss oder so. Nun gut, jetzt habt ihr ein bisschen. Wir gehen mal ins Stadtportal. Zum Stadtportal zurück in die Stadt, meine ich. Ihr seht, hier unten habe ich das schon frei. Natürlich. Hier kann man jetzt einfach in die Stadt zurück, ohne dass man da so eine Rolle für braucht. Ja. Achso, genau, hier vorne, das kann ich euch noch kurz zeigen, das hätte ich beinahe vergessen. Möchtet ihr mir bei meinen Studien? Nee, möchte ich nicht. Ich möchte euch bei ganz anderen Dingen helfen. Ihr scherzt doch, oder? Vielleicht ist die Welt nicht ganz so simpel, wie sie von dort oben scheint. Von wo dort oben? Von eurem Elfenbeinturm aus. Okay, das sind meine 3 Söldner, die ich hier anheuern kann. Ich glaube, da kommt später noch einer dazu. Das kennt man auch aus Diablo 2. In dem Fall haben wir hier einen Templer, den Schuft und die Verzauberin. Man kann jetzt hier auswählen, wen man mitnehmen möchte. Das ist also nicht aktabhängig, sondern die laufen, stehen immer hier rum. Anheuern. Meistens nehme ich den Templer mit. Lasst uns gemeinsam Ehre finden. Denn den habe ich damals schon ein bisschen ausgerüstet. Ihr seht, man kann ihm auch ein Schild geben und eine Waffe und so weiter. Und Fertigkeiten zuteilen, was er halt machen soll. Zum Beispiel einschreiten, verspottet Gegner, wenn euer Leben niedrig ist. Lässt euch und den Templer Leben generieren. Stürmt auf einen Gegner zu, verursacht Schaden und betäubt nahe Ziele. Wenn euer Leben niedrig ist, kommt euch der Templer zur Hilfe, stößt Gegner in der Nähe, bla 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 und so weiter und so fort. Ihr seht, ich habe den komplett auf Unterstützen ausgelegt, denn wirklich Schaden macht er nicht. Zumindest hat er es nicht gemacht. Jo, macht aber nichts. Denn so ist das ganz sinnvoll, finde ich. Ich mache den Schaden und er heilt mich. Oh, wir haben hier jede Menge... jede Menge neue Sachen bekommen. Könnten wir unserem Kollegen hier eigentlich mal was anziehen? Was hatten wir da? Einen magischen Streitkolben und eine Axt. Dann geben wir ihm... Unmöglich. Nein. Ist das ein zweites Reinhand? Ach so, Baba. Okay. Jo, ich kann mir meinen dicken Streitkolben auch mal geben. Bäm. Jo, was soll ich sagen? Ich gehe mal eben hier meine neuen Sachen wiederverwerten. Meine Äxte nicht, hebe ich mir mal auf, weil ich noch nicht weiß, ob dieser Streitkolben da so viel besser ist. Ein Ring. Jo, den löse ich auch mal auf. Der ist nämlich quasi Mucks. Ich habe auch nicht wirklich was zum Sockeln. Normale Gegenstände kann ich hier oben nicht reinpacken. Ihr seht, jetzt könnte ich hier quasi den Lederwams des Lehrlings herstellen. Bringt mir aber nichts, weil der ist nämlich voll Kacke. Deswegen lassen wir das. So, wo ist denn hier der Händler? Dann gehe ich dem noch eben meine...
unnötige Kacke verkaufen. Da ist er. Dann wollen wir doch mal sehen, wie es den Dämonen gefällt, wenn unsere Katapulte ihnen einen feurigen Toten schert, ja, genau. Was? Wart ihr schon draußen im Schnee? Ich mag Schnee, wirklich. Ich werde mich ganz bestimmt nicht beschweren. Na gut. Ja, im Prinzip habe ich euch alles schon erzählt. Die Grafik seht ihr selber. Die Hälfte der Waffen auf diesem Haufen ist verrostet. Was hat der Quartiermeister bloß die ganze Zeit über gemacht? Tagelang an unserer Seite. Grafik brauche ich nicht groß was zu sagen, das seht ihr selber die ganze Zeit. Die ist allerdings im Video jetzt ein bisschen schlechter, denn ich probiere halt noch mit Wraps rum und wenn ich da auf volle Auflösung gehe, dann ist die Datei, die ich jetzt gerade mache, hier irgendwie 50 Gigabyte groß. Ich habe eben schon mal eine Aufnahme gemacht, die ist aber verkackt, oder habe ich verkackt, weil ich den Ton irgendwie nicht mit aufgenommen habe. Und die war 48 Minuten lang und war bei 25 Gigabyte. Und ich habe die Hälfte der Qualität quasi genommen. Da müsst ihr jetzt einfach mit leben. Ich denke mal, jeder kann weiß, wie das Spiel sonst aussieht. Oder fast jeder. Nun gut. Ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich im Fazit, weil sonst gibt es nicht mehr groß was ich euch zeigen könnte. Nee, gibt es tatsächlich nicht. Gut, bis gleich im Fazit. Tschüss. Fazit zu Diablo 3. Ich denke mal, jeder, der Diablo 3 spielt oder gespielt hat oder mal angespielt hat, empfindet das anders. Mir persönlich macht das sehr viel Spaß. Die Grafik ist stimmig, sie ist nicht übertrieben, die Effekte sind schön anzusehen, der Sound passt für mich vollkommen da rein. Story, gut, ich bin ja nicht ganz am Ende, bisher macht sie da auch einen guten Eindruck. Am Anfang ist es ein bisschen schleppend, wo man erst diesen Stern, der vom Himmel gefallen ist, suchen muss. Aber so langsam kommt sie in Fahrt. Und man knüpft auch Verbindungen später im Spiel zu Diablo 2 und Teil 1. Das werdet ihr selber dann aber sehen. Vielleicht hat man auch im Video, den man, konnte man meinen Barbaren ja sehen, und da standen schon ein paar Leute rum, die in Diablo 2 auch eine Rolle gespielt haben. Leute, die das kennen, werden die wohl direkt erkannt haben. Ja, wie gesagt, ich denke mal, jeder empfindet dieses Spiel anders. Die meisten finden es wohl kacke. Wenn ich so die Amazon-Rezensionen da lese, wird mir irgendwie schlecht, weil die meisten das Spiel komplett zerreißen. Ich finde es sehr schade. Ich habe 12 Jahre auf das Spiel gewartet und ich finde es eigentlich super. Ja. Entweder man liebt es oder man hasst es. So wie bei den meisten groß angekündigten, wie man auch oft sagt, overhypten Titel, obwohl ich overhyped, ich finde, das ist Blödsinn. Entweder man mag ein Spiel oder man mag es nicht. Was ist denn dann da overhyped? Naja, gut. Wenn ich euch dieses Spiel... Ja, was kann ich euch das Spiel empfehlen? Also für welche Diablo 2 noch nie gespielt haben, sich mal rantasten wollen, denke ich, ist es auf jeden Fall eine gute Investition. Man kann direkt damit anfangen, man muss die Story von Teil 2 nicht zwingend kennen, das wurde alles so ein bisschen erklärt. Sehr schön finde ich da immer die Einspieler von Deckard Cain, der das so ein bisschen erzählt. Über dieses, ihr habt es gesehen, unten im Bild kam immer dieses neue Wissen, was man sich da anhören kann. Wer allerdings mehr von Diablo erfahren möchte, sollte sich dann wirklich noch Teil 1 und 2 mal reinziehen, vor allen Dingen Teil 2, der natürlich sehr gefeiert wurde damals und ein sehr geniales Spiel war und immer noch ist. Ich glaube, die Server sind immer noch teilweise gut befüllt davon. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit Diablo 3 ist, aber mit Diablo 2 macht ihr auf jeden Fall auch nichts falsch. Gut. Bleibt mir noch irgendwas zu erzählen? Es gibt jetzt, das habe ich im Spiel nicht erwähnt, es gibt auch ein Auktionshaus, das werde ich nochmal kurz erläutern. Es gibt ein Auktionshaus, ähnlich wie bei World of Warcraft, wo ihr Gegenstände, die ihr findet, reinsetzen könnt und man kann die dann für Gold kaufen. Mittlerweile ist es sogar so, ich glaube seit ein paar Tagen ist das jetzt online, gibt es das Echtgeld-Auktionshaus. Da könnt ihr dann eure Sachen einstellen und Leute bieten da richtiges Geld drauf. Wie das Ganze genau funktioniert und ob das schon funktioniert und ob man dann wirklich selber das Geld bekommt oder was, ich habe keine Ahnung. Das habe ich selber noch nicht getestet. Wäre mal interessant, da mal reinzugucken. Naja, ob es das aber braucht, war eigentlich zu bezweifeln. Ja, tolles Spiel für mich auf jeden Fall nochmal. War es das nochmal wert, den PC
aufzustocken, indem ich mir einen neuen Monitor gekauft habe. Das hätte ich normalerweise nicht getan. Ja, ich kann es euch nur empfehlen. Also wenn ihr cooles Gemetzel, Hack-and-Slay-Rollenspiel haben wollt, holt euch Diablo 3. Mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen. Ja. Schreibt mir mal eure Meinung zu dem Spiel. Ihr habt mit Sicherheit eine, auch wenn ihr es nicht selber gespielt habt oder nicht spielt. Schreibt mir eure Meinung mal in die Kommentare oder schickt mir eine PN oder macht ein Video, was auch immer. Würde mich sehr freuen, wenn wir da ein bisschen diskutieren könnten über Diablo 3. Oder was für Charaktere spielt ihr, welche Klasse findet ihr am besten, welches Level habt ihr schon, wie lange spielt ihr schon und so weiter und so fort. Wie findet ihr den Schwierigkeitsgrad? Den ich übrigens noch gar nicht erwähnt habe. Hänge ich das direkt noch dran. Wieder mal total chaotisches Fazit, kreuz und quer, macht aber überhaupt nichts. Der Schwierigkeitsgrad im Spiel hält sich auf normal noch in Grenzen, also es ist noch nicht wirklich so schwer. Allerdings habe ich schon von meinem Arbeitskollegen gehört, dass es auf, der spielt jetzt auf Albtraum, dass es da schon ziemlich zur Sache geht. Er bekommt da ziemlich auf die Mütze. Ihr habt es auch gesehen, ich habe euch den Charakter mal kurz von ihm gezeigt. Er hat sogar ein Schild mittlerweile wieder angelegt, weil er halt da ziemlich viel Schaden wegstecken muss. Nun gut, dann bleibt mir nichts weiter zu sagen, als ich bin erstmal wieder raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.